Tja, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hillbillys Hausmeisterflug. Was immer sinnvoll ist, ist eine Taschenlampe am Mann. Ne? Die kann man immer gleich mal brauchen und eine, die man möglichst aufstellen kann und die man irgendwo hinlegen kann, dass sie nicht wegrollt. Ja, und wie überall, sage ich mal, ist hier Safety First angesagt. Gerade in einem Keller mit einem ganzen Haufen rumstehe, ist es nicht schlecht, wenn man auch zum Beispiel Regale sichert. Am Anfang steht noch nicht so viel drin und mit der Zeit kommt immer mehr rein. Und auch irgendwann auch mal schweres Zeug. Ne? Und hier tonnenweise Honig, ne? Optimale Energienahrung gepreppt. Vom Kollegen der halbe Jahresproduktion aufgekauft. Weil das Zeug hält ja ewig. Und warum ständig nach dem Honig suchen? Ne? Das ist immer unser Frühstück. Frühstückdingens gibt es immer Honigbrote. Ne? Ist gesund und schmeckt lecker und ist besser wie so ein Nutella-Klump. Aber jetzt habe ich mir gedacht, hier diese Alu-Regale, die sind zwar ziemlich robust, was die Traglast angeht, aber die sind doch ein bisschen näher wackelig, da das Zeug immer schwerer beladen wird. Darum ein bisschen auf Sicherheit achten. Und jetzt versuchen wir das hier mal ein bisschen anzuspaxen. Sehr schön. Na, was eine Schraube so ausmacht. Ne? Eine Schraube macht zwar noch keinen Frühling, aber deshalb packen wir da hin und eine zweite rein. Oh Mann. Gut, aber hast du einen größeren Keller? Ihr wisst ganz genau, was dann passiert. Dann haust du dir noch mehr Zeug in den Keller. Hey, was liegen hier noch rum? Zeltheringe. Sehr schön. Was ist hier drin? Gläser. Hey, Gasflaschen. Für den Gaskocher. Ist immer prima hier. Hey. Die klassischen 206er Steckkartuschen für so einen Steckkartuschenkocher. Genial. Kosten 99 Cent. Billiger kannst du dich nicht mit Gas versorgen. So auf engstem Raum, boah, hält bombenfest, bewährt sich doch immer wieder so ein klitzekleiner Akkuschrauber. Na, die haben nicht so wahnsinnig viel Dampf, erhöht sie in hartes Fichtenholz. Hier ein total getrocknetes, 50 Jahre altes Fichtenholz, hier umgebohrt Schrauben rein. Da kommt so ein kleines Teil schon mal an die Grenzen, aber immer noch besser wie von Handschrauben. Ne? Lieber schlecht mit dem Akkuschrauber als gut von Hand. So. Sind wir hier noch beim EDC-Check? Okay, ein Victorinox Craftsman an Kette, jawohl, verlustsicher. So, jetzt hält unser Prepper-Keller wieder. Ne? Nicht, dass man hier irgendwann die ganze Geschichte umfällt und sich noch jemand hier verletzt. Das wäre blöd. Jawohl. Auch immer wichtiges Utensil. Hygieneartikel, Toilettenpapier, Tempotaschentücher. Sollte man auch immer mal ein paar auf Lager haben. Garantiert geht euch immer am Sonntag das Klopapier aus. Ne? So. Jo. Das war's wieder heute vom Hillbilly. Ja, so eine Taschenlampe mit Tailstand-Fähigkeit ist Gold wert, in dem Fall die Thru-Night T10S. Geniales Lämpchen. Okay, Leute, genug gequatscht. Die Zeit ist um. Hit ist Kehrwoch. Putzen wir ein wenig. Also, Leute, bleibt gesund, haltet euer Werkzeug stets griffbereit.
und immer ein bisschen auf Sicherheit achten. Schutzkleidung bei gefährlichen Sachen und auch Regale anspaxen, ne? Nicht, dass da mal was umkippt. Okay, ciao Leute, macht's gut, bye bye.